Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir im goldenen Konzertsaal der Stadt Augsburg, im Augsburger Rathaus, zur Eröffnung des 9. internationalen Violinwettbewerbs Leopold Mozart zusammen mit seiner Gattin, dem Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, dem heutigen Festredner, Staatsminister Dr. Marcel Huber. Herzlich willkommen. Sehr herzlich, Frau Warning, den ersten Vorsitzenden des Leopold Mozart Kuratoriums, Professor Pedro Mutiano, künstlerischen Leiter des Wettbewerbs, Herrn Simon Pickel, den Leiter des Violinwettbewerbs, der auch Leiter des städtischen Mozartbüros und auch künstlerische Leiter des städtischen Mozartfestes ist. Die Mitglieder der Jury des Wettbewerbs, Frau Professor Andrea Friedhofen, Leiterin des Leopold-Mozart-Zentrums der Universität Augsburg, Frau Kollegin Bürgermeisterin Eva Weber und die Kulturreferentin Thomas Weitzel und stellvertretend für alle ehrenamtlichen Stadträte, die heute da sind, den Mitberichterstatter des Kulturausschusses Andreas Neckel. Ich begrüße die Sponsoren des Wettbewerbs, die Mitglieder des Leopold-Mozart-Kuratoriums, die Gasteltern, von denen viele schon sehr lange mit dabei sind, ohne die dieser wunderbare Wettbewerb nicht zustande wäre. Und natürlich die Musiker, die dieses Eröffnungskonzert gestalten. Maya Zabeza, die erste Preisträgerin des 8. internationalen Violinwettbewerbs Leopold Mozart 2013, die Augsburger Philharmoniker unter der Leitung von Herrn Generalmusikdirektor Domonkos Hea. Seien Sie, meine Damen und Herren, alle sehr herzlich willkommen. Diesen Wettbewerb gibt es jetzt seit fast 30 Jahren. Er steht für musikalische Spitzenförderung in Augsburg. Je mehr unsere Welt von digitalen Medien und Computern geprägt wird, und die üben ja insbesondere auf die nachwachsende Generation eine große Faszination aus, desto wichtiger wird das, was die klassische Musik verkörpert. Sie steht für gutes Handwerk und große Kunstfertigkeit. Und sie steht für eine unerschöpfliche ideelle Kraft, die unser Leben bereichert. Wissenschaftler betonen außerdem, Kinder und Jugendliche sind besonders durch die klassische Musik in der Lage, ihre Erfahrungen zu ordnen. Beflügelt sie in ihre Intelligenz, stärkt ihre Kommunikationsfähigkeit. Die klassische Musik auf allen Ebenen zu fördern, ist daher heute in einer Welt, die von Smartphone und Tablet regiert wird, wichtiger denn je. Das muss natürlich auch an der Basis geschehen, nicht nur in der Spitzenklasse. Dass möglichst viele Heranwachsende ein solch sinnbringendes Hobby aufnehmen können, dazu leisten Musikschulen wertvolle Arbeit. Aber wir brauchen natürlich die Spitzenmusiker dringend, wie sie in diesem Wettbewerb auftreten. Nur die Besten in diesem Fach können voll und ganz die Werke erklingen lassen, welche die großen Komponisten uns hinterlassen haben. Sie setzen die Standards dessen, was musikalisch möglich ist, haben also auch eine Vorreiterrolle. Sie dienen also auch denjenigen, die ihre Musik nicht professionell betreiben oder noch in der Ausbildung sind. Natürlich geht es hier, meine Damen und Herren, um eine Vorreiterrolle im positiven Sinne. Der musikalische Nachwuchs soll nicht die Spitzenkünstler nur nachahmen oder kopieren, aber er kann durch sie lernen, wie man sich einen eigenen Klang, eine Individualität, eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Und da arbeitet der Violinwettbewerb Leopold Mozart genau in diese Richtung. Die Jury hat ihr Augenmerk immer darauf gelegt, bei welchem jungen Geiger sie am meisten künstlerische Ausstrahlung und Individualität vorfindet. Wer somit das Potenzial
zu einem richtig großen Geiger oder einer richtig großen Geigerin hat. So gesehen gibt es hier in Augsburg seit knapp 3 Jahrzehnten eine wahrhaft großartige Spitzenförderung. Und das ist natürlich zwar auf der einen Seite auch elitär, wenn wir das Niveau des Wettbewerbs betrachten, aber gedient ist damit zugleich der gesamten Musikförderung, die dadurch Ansporn findet. Sie ermuntert auch viele andere, sich doch auch mal mit klassischer Musik ganz analog zu beschäftigen. Nicht zuletzt lädt der Wettbewerb auch die Augsburger Stadtgesellschaft dazu ein, an diesem Festival teilzuhaben. Wir sind hier im goldenen Saal der Stadt Augsburg. Das ist kein Elfenbeinturm, in dem man sich zurückzieht und in dem nur Eliten Zugang finden könnten, sondern ein besonderes Merkmal dieses Zeichen des Goldenen Saales und des Augsburger Rathauses überhaupt ist es, dass es offen ist für die Bürger. Und in diesem Sinne wollen wir auch den internationalen Mozart-Wettbewerb hier verstehen. Augsburg ist eine internationale, interkulturelle und vor allem auch weltoffene Stadt. Der Wettbewerb ist wunderbar bürgernah. Mit dem Leopold-Mozart-Zentrum, das mitten in unserer Stadt ist und an vielen Stellen zu spüren ist, das seine Türen für interessiertes Publikum immer geöffnet hat, sowie auch dieses Augsburger Rathaus. Viele Stammgäste verabreden sich dort, um mitzufiebern und zu diskutieren, wer wohl am Ende ausgezeichnet wird. Mit einem pädagogischen Programm wird die Neugier ganz junger Schüler geweckt auf dieses anspruchsvolle Instrument, die Geige. Ein großartiges Engagement zeigen auch die zahlreichen Gastfamilien, bei denen die Teilnehmer wohnen dürfen. Das ist eine ganz besondere Form der Begegnung. Die jungen Gäste aus aller Welt werden so für einige Tage Teil unserer Gemeinschaft. Zum Blühen kommt dieser innerstädtische Austausch vor allem durch die Organisatoren. Sie sorgen in ihrer offenen und herzlichen, eben typisch Augsburger Art, für eine positive, familiäre Grundstimmung, für eine einladende Atmosphäre. Die Augsburger freuen sich natürlich auch darüber, wenn sie gelobt werden. So interpretiere ich jetzt dieses spontane Lachen. Wenn die 60 Teilnehmer des Wettbewerbs nach Hause fahren, haben sie Augsburg als Musik- und Mozartstadt erlebt, in der höchste musikalische Standards herrschen, aber auch als Ort der Ganzgastfreundschaft und kulturellen Offenheit. Es sind dann Botschafter auch unserer Stadt Augsburg. Das Engagement des Leopold-Mozart-Kuratoriums, das diesen Wettbewerb veranstaltet, ist wahrhaft beeindruckend. Diese Wettbewerbsausgabe kann nur stattfinden, weil das Kuratorium sich unermüdlich für Organisation und Finanzierung einsetzt. Aber auch wegen der vielen ehrenamtlichen Helfer, die viele, viele Stunden geopfert haben. Für die Stadt Augsburg ist diese Wettbewerbsausgabe eine besondere. Sie leistet erstmals neben finanzieller Unterstützung auch personell einen sehr wichtigen Beitrag durch Simon Pickel, den ich anfangs schon in seinen verschiedenen Funktionen begrüßt und vorgestellt habe. Es ist erfreulich zu beobachten, wie auf diese Weise die Stadt Augsburg und der Wettbewerb noch ein gutes Stück mehr als bisher miteinander verschmelzen. Ich freue mich auf einen erfolgreichen und produktiven Violinwettbewerb, wünsche den Teilnehmern und Teilnehmerinnen viel Glück und vor allem auch Durchhaltevermögen. Ich wünsche allen Musikfreunden viel Vergnügen und spannende Unterhaltung beim Verfolgen der Wettbewerbsrunden. Schließe mit den besten Wünschen für unsere Kulturstadt Augsburg, die ja die ein oder andere Sorge im Augenblick auszustehen hat, und bitte um Solidarität. Möchte aber auch nicht schließen, ohne den nachdrücklichen Dank
an die Organisatoren und für alle, die sich engagieren für dieses wunderbare Kulturleben in Stadt Augsburg, aber vor allem für diesen Wettbewerb. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Kurt Triebel, sehr geehrter Herr Staatsminister Dr. Marcel Huber, liebe Frau Professor Friedhofen, die Leiterin unseres Leopold-Mozart-Zentrums, ich begrüße Sie alle recht herzlich, ich begrüße auch Frau Eva Weber, die zweite Bürgermeisterin der Stadt, und Thomas Weitzel, den Kulturreferenten, Herrn Dr. Peter Miebacher, diesmal weniger in seiner Funktion als Altoberbürgermeister und Ehrenbürger, vielmehr als Kurator der Vielmet-Stiftung, die natürlich für die Unterstützung auch wichtig ist. Ich freue mich, dass die Presse anwesend ist. Sie hat in diesen hinter uns liegenden zwei Tagen und vor uns liegenden fast zwei Wochen viel zu berichten. Und wir freuen uns darüber, dass wir mit einer guten PR natürlich dieses Thema weit nach vorne bringen. Sehr verehrte Musikliebhaberinnen und Liebhaber, liebe Freunde des internationalen Violinwettbewerbs Leopold Mozart. Sie haben sich heute für die Champions League entschieden, nicht für die des Fußballs. Heute ist der auch im Angebot, sondern Sie haben sich entschieden für die Champions League der Musik. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen des Vorstandes des Leopold Mozart Kuratoriums darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Es ist mir wirklich eine große Freude, Ihnen den 9. internationalen Violinwettbewerb Leopold Mozart präsentieren zu können. Der Wettbewerb ist mit seinen verschiedenen Vorspielrunden, zahlreichen Konzerten und einem umfangreichen Rahmenprogramm nicht nur ein besonderes Musikfest für die deutsche Mozartstadt Augsburg, sondern auch für die gesamte Region. Schon für die Gründung des Leopold Mozart Kuratoriums war es die Motivation, mit diesem außergewöhnlichen Geigenfest ein Zeichen für die Musikausbildung zu setzen, das weit über die Grenzen Augsburg hinaus sichtbar und natürlich auch hörbar ist. Dies ist uns mit Verlaub, so glaube ich, in diesem Jahr auch wieder gelungen. Alle drei Jahre stellt sich das Kuratorium der zugegebenen gewaltigen Herausforderung, einen solchen internationalen Wettbewerb vorzubereiten und durchzuführen. In den vergangenen Jahren hat dies Mama Schilling ehrenamtlich mit ihrem Team geleistet. Nach ihrem Ausscheiden haben wir, Herr Dr. Griebel, Sie sprachen es an, eine Kooperation vereinbart, die diese Arbeit auf neue Füße stellt. Die Organisation liegt in diesem Jahr erstmals beim Leiter des Mozart-Büros, Simon Pickel. Herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister, dafür, dass wir die Eröffnungsveranstaltung wieder hier im Goldenen Saal der Stadt Augsburg durchführen können. Um den Erfolg eines solchen Musikereignisses sicherzustellen, bedarf es natürlich zahlreicher Unterstützer. Das sind zum einen der Freistaat Bayern, die Stadt Augsburg, die vielen Sponsoren und privaten Spender, die Helferinnen und Helfer, unsere Mitglieder und die Gasteltern, die die jungen Musikerinnen und Musiker aufnehmen und betreuen. Ja, es ist auch schön zu sehen, wie sie begleiten und ihnen die Daumen drücken in jeder Wettbewerbsrunde, denn sie gehören in der Wettbewerbszeit ja schließlich mit zur Familie. Das Sponsoring hat eine große Bandbreite. Es erstreckt sich von der Bereitstellung von Fahrzeugen über Medienpartnerschaften, der Einrichtung eines Cafés im Foyer des Leopold-Mozart-Zentrums bis hin zu direkten finanziellen Zuwendungen. Danke an alle Sponsoren und Förderer. Sie sind in unserem Programm auf den Seiten 116 und 17 aufgelistet und zum Teil auch mit Anzeigen vertreten. Ohne die Zusammenarbeit mit dem Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg wäre die Umsetzung des Wettbewerbs undenkbar.
Wir sind in Ihren Räumen, Frau Professor Friedhofen. Sie liefern uns mit Ihrem Medienlabor den Livestream, mit dem unser Wettbewerb auf der ganzen Welt verfolgt werden kann. Es ist eine tolle Einrichtung für alle Freunde und Familien unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 6 verschiedenen Kontinenten. Künstlerisch getragen wird dieser Wettbewerb von Professor Pietro Modiano vom Leopold-Mozart-Zentrum, der als künstlerischer Leiter das Konzept erstellt hat. Professor Modiano, herzlichen Dank dafür. Als Ehrenpräsidenten konnten wir Professor Ivo Posin gewinnen. Und der Jury steht als erfahrener Juror Professor Paul Wojcik von der Universität Mozarteum Salzburg vor. Herzlich willkommen. Mit ihm zusammen sind noch in der Jury, und ich sehe viele schon, Achim Fiedler, Susanne Gessner, Wladimir Ivanov, Min Kim, Senta Krämer, Baybars Kriede und Walter und Tom. Ganz besonders freut es mich, dass wir in diesem Jahr wieder eine Jugendjury im Programm haben, die sich ein eigenes Urteil über die musikalischen Darbietungen bilden wird. Um ihre Kompetenz in dieser Sache zu beweisen, haben diese jungen Damen und Herren im Vorfeld bereits ein eigenes Konzert gegeben. Ihnen allen, und besonders auch meinen Vorstandskolleginnen und Kollegen und dem Team im Büro, die in diesen Wochen Unglaubliches vollbringen, danke ich sehr für das Engagement für unseren Violinwettbewerb. Wenn Sie, meine Damen und Herren, die Arbeit des Kuratoriums mit einer Spende unterstützen wollen oder eine Mitgliedschaft erwägen, so finden Sie alle Daten dazu ebenfalls in unserem Programm. Meine Damen und Herren, wir freuen uns nun mit Ihnen auf wunderschöne Tage voller Exzellenz vorgetragener Musik. Herzlichen Dank.
Thank you.
Beeindruckt von diesem abstrakten Klanggemälde, darf ich Sie alle herzlich begrüßen, sehr geehrte Oberbürgermeister, Frau Bürgermeisterin, Herr Dr. Menacher, sehr geehrte Damen und Herren, dieses Wettbewerbes, Herr Wanning, Herr Montenau, Herr Bickel, Frau Professor Friedhofen, sehr geehrte Jurymitglieder, Musikerinnen und Musiker, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin auch der Meinung, dass Sie das richtige Champions-Liga-Spiel heute gewählt haben. Ich weiß nicht, ob sich's beruhigt, sie hätten eh keine Chance gehabt auf der Karte. Ich habe heute von Edmund Stolper erzählt bekommen, 800.000 Karten Nachfragen hat es für diesen Abend heute gegeben. Also, sie sind gut bedient, wenn sie heute hierher kommen. Unseren musikalischen Nachwuchs zu fördern und gemeinsam uns an dieser wunderschönen Musik zu erfreuen, das ist der Grund, warum wir heute zusammengekommen sind. Es ist mir auch wirklich eine ganz besondere Ehre, aber eben auch eine ganz besondere Freude, heute bei Ihnen sein zu dürfen, den 9. internationalen Violinwettbewerb Leopold Mozart eröffnen zu dürfen. Ein Geigenfest der Extraklasse. Ich komme gerade aus der Bachstadt Leipzig. Wir haben auf dem Weg vom Tagungssaal zum Flughafen auch noch das Grab Johann Sebastian Bachs ganz kurz besucht. Ich war gerade bei einer gemeinsamen Sitzung des sächsischen und des bayerischen Kabinetts. Und der Ministerpräsident, den ich auch auf diesen Abend heute angesprochen habe, der ja der Schirmherr ist, lässt sich ausdrücklich persönlich ganz herzlich grüßen. Josef Haydn war es, der gerne von sich gesagt hatte, meine Sprache versteht die ganze Welt. Genauso ist es wohl auch. Menschen aller Nationen verstehen die Sprache der Musik über alle Grenzen hinweg. Jenseits von Sprachbarrieren, von kulturellen Unterschieden, gemeinsames Musizieren ist gelebte Völkerverständigung. Sie, geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die am Violinwettbewerb sind dafür auch der beste Beweis. Aus aller Welt sind Sie auch in diesem Jahr wieder nach Augsburg gekommen. Ihre gemeinsame Sprache ist die Musik. Sie üben zusammen, geben einander Tipps, spannen sich gegenseitig an, um immer noch besser zu werden, und mit Herzblut und Hingabe halten sie die Musik von Mozart und anderen Komponisten frisch und lebendig. Für ihre Kunst, für ihren Einsatz, für ihren Willen an sich zu arbeiten, um das Beste in der Musik zu erzielen, aber auch für die Völkerverständigung, die sie damit praktizieren, mein ganz herzlicher Respekt und Dank. Ich drücke Ihnen übrigens alle ganz fest die Daumen für einen erfolgreichen Wettbewerb. Freilich kann nicht jeder den heiß begehrten Mozartpreis gewinnen, aber alleine hier teilnehmen zu dürfen, beweist, Sie sind herausragende Musikerinnen und Musiker. Sie
sehr geehrte Frau Capesia, 2013 haben Sie den Mozartpreis gewonnen und seitdem liegt Ihnen die Klassikwelt zu Füßen. Berlin, London, Buenos Aires, übrigens sind Sie und Ihre Geige gefragt. Wir erleben Sie heute mit dem Violinkonzert von Mendelssohn Bartholdy nochmal. Vielen Dank für diesen musikalischen Höhepunkt, den wir heute erleben dürfen. Sehr geehrter Herr Anning, Professor Monteano, Herr Pickel, der Violinwettbewerb Leopold Mozart ist für viele Talente praktisch das Sprungbrett für eine große Karriere. Generationen von Geigerinnen und Geigern sind hier im Geiste von Leopold Mozart gefördert worden. Sie ermöglichen junge Musikerinnen und Musikern mit großen Orchestern, mit namhaften Dirigenten, aber auch vor breitem Publikum eine Menge an Aufmerksamkeit zu bekommen und zu lernen. Das ist etwas, das allein schon wert ist, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und Sie, diesen Wettbewerb ausrichten, Sie setzen sich mit wirklich beeindruckendem Engagement für unseren musikalischen Nachwuchs ein und pflegen damit auch unser kulturelles Erbe. Auch Ihnen hierfür einen ganz herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Oberbürgermeister, der Violinwettbewerb Leopold Mozart ist auch ein Aushängeschild für Augsburg. Und es ist ein sichtbares Zeichen der Verbindung der Familie Mozart zur Schwabenmetropole Augsburg. Natürlich, jeder verbindet, oder die meisten Menschen zumindest, verbinden mit dem Namen Mozart zunächst einmal Städte wie Salzburg, Wien und so weiter. Hier in Augsburg wurde Leopold Mozart geboren und entdeckte hier seine Liebe zur Geige. Auch der junge Wolfgang Amadei hat in der Heimatstadt seines Vaters, nämlich hier, früh eine Bühne für seine Musik gefunden und trat im Konzertsaal in den Vogelhäusern auf. Übrigens ist Augsburg die einzige deutsche Mozartstadt. Und ein wunderbarer Ort, muss ich, so wie heute, im ersten Stück auch schon, von Mozarts Musik verzaubern zu lassen. Und genau deswegen sind wir auch heute hier. Sehr geehrte Damen und Herren, für uns ist Bayern, in Bayern ist Musik, Kunst und Kultur etwas Staatstragendes. Es sind Elemente, die uns ganz wichtig sind und sind auch Teil des Markenkerns Bayern, der für uns so wichtig ist. Die Bayerische Staatsregierung ist deswegen auch ein Herzensanliegen, dieses kulturelle Fundament unserer Heimat zu stärken und weiter auszubauen, kostet auch Geld. Aber wir nehmen es gerne in die Hand, im letzten Doppelhaushalt immerhin über 100 Millionen Euro, die für den Kulturplan hier nochmal draufgesattelt wurden. Ein Kraftakt für Kunst und Kultur, der es aber wert ist, damit Bayern ein Kulturstaat bleibt. Geld ist wichtig, aber Geld ist es auch nicht allein. Denn es braucht Menschen dazu, die ein Kulturleben tragen. Es braucht eine verständnisvolle Stadt. Es braucht ehrenamtliche Initiatoren, aber auch Organisatoren. Eine große Zahl vieler, vieler Helfer, die im Hintergrund ganz leise ihre Arbeit tun. Zum Beispiel in den Gastfamilien. Und dadurch einen wesentlichen Beitrag leisten. Es braucht Sponsoren, die Sie offensichtlich gefunden haben und die Ihnen möglichst lange die Treue halten mögen. Und es braucht ein kunstsinniges Publikum. Wenn das alles zusammentrifft, dann nennt man das eine intakte Kulturszene. Lieber Gott, ihr dürft stolz darauf sein, dass ihr in Augsburg genau eine solche habt. Ohne Musik wäre alles nichts, hat Mozart, wie ich glaube, zu Recht gesagt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute einen vergnüglichen Abend. Dem Violinwettbewerb Leopold Mozart wünsche ich einen guten Verlauf. All den Teilnehmerinnen und Teilnehmern natürlich den notwendigen Erfolg. Buon divertimento, hat man damals bei so einem Anlass sehr gerne gesagt.
Thank you.
Thank you.